zwei, eins. Berlin. Läuft noch. Berlin. Am heutigen Nachmittag wurde im Hotel Adlon die Gründung der Deutschen Filmakademie vollzogen. Die beinahe 100 Gründungsmitglieder wählten Senterberger und Günter Rohrbach zu ihren Präsidenten. Die Filmakademie versteht sich als Vereinigung, die die Förderung des deutschen Films zum Ziel hat und vereint alle kreativen Gewerke des filmischen Schaffens unter einem Dach. Ja! Mensch, Leute, wir sind Profis! Mega! Nehmt euch in Acht vor diesen Künstlern. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Ich bin gefragt worden, würdest du am 8. September nach Berlin kommen? Wir haben vor, dort eine Akademie zu gründen. Ich habe seit Jahren bedauert, dass es keine deutsche Filmakademie gibt. Ich will mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber es war deutlich unter 50, denke ich. Nein. Ja. Da saßen 100 Filmschaffende und haben über die Richtlinien zum Deutschen Filmpreis diskutiert. Und waren zu vernünftigen, praktikablen Kompromissen bereit, um etwas Neues zu wagen. Und das war wirklich einzigartig. Es waren viele Tische, die... Ja, ein großes Rechteck. Ja, gut. Und da musst du einen riesigen Saal haben, um da 180 Leute unterzubringen. Also wir waren uns auch während unserer Präsidentschaft nicht immer einig. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, als wir beide auf die Bühne traten. Wir kriegten einen unglaublichen, minutenlangen Beifall. Also der galt der Gründung der Akademie, als Apparat, als Instrument. Ja. Wahnsinn, also Wahnsinn. Na, das fängt ja gut an. Und wie geht's jetzt weiter? Zunächst stand natürlich der Filmpreis ganz im Mittelpunkt, aber dann mehr und mehr kamen auch die anderen Veranstaltungen. Weil es natürlich so ein Aufbruch war und jeder hatte irgendwie Lust auf den anderen. Kennen wir uns? Bringen Sie ganz groß raus. Mhm. Wie bitte? Es hat lange gedauert und es ist auch in sehr vielen Streitgesprächen erst langsam entstanden. Weil wir vielleicht nicht so eine angepasste Mainstream-Scheiße machen. Es gibt eben Konkurrenz und es gibt Verletzungen. Das kam auch alles auf den Tisch. Ah, Sie sind Kleinkünstler. Ich bin kein Kleinkünstler. Also die Deutsche Filmakademie ist so viel mehr als der Filmpreis. Die Arbeit in der Akademie hat den Blick auf das Kino enorm geschärft. Beispielsweise, dass bedeutende Mitglieder unserer Gesellschaft gefragt werden, was ihr Lieblingsfilm ist und dann eingeladen werden. Also der Film, der wirklich bedeutsam für mich war, war Bambi. So in some way, always my fashion is being through movies. Ich glaube, das Politische an Kunst insgesamt ist, Wirklichkeit zu irritieren. Wir hatten an der Uni selber Disco veranstaltet bei uns. Haben Sie selber aufgelegt? Nee, ich war ja Bardame. Aber Bardame? Ja. Ein herzliches Willkommen. Die Filmakademie ist ein Ort, wo wir Filmschaffende uns begegnen können, austauschen können. Das Leben feiern, Musik, Fortpflanzung. Das ist der Spirit. Was für ein Luxus, dass Leute zusammenkommen und einfach über Film reden. Herzlich willkommen beim Lola Festival, unserem Countdown zum Deutschen Filmpreis. Das war gleich so ein gutes Gefühl, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt. Das ist der Film, das ist das, was du eigentlich erzählen willst. Da kann ich dir meinen Roman empfehlen. Das ist halt auch ein Ort, an dem man lachen kann. Ja. Plötzlich ist mir dieser Beruf so viel bewusster geworden, was eigentlich im Hintergrund abläuft, was aber dazu führt, dass wir Filme machen können. So, herzlich willkommen. Für uns hat die Pandemie einen großen Digitalisierungsschub bedeutet, weil wir die Möglichkeiten, internationale Gäste einzuladen, plötzlich ganz anders wahrnehmen konnten. Ein großes Highlight war für uns, dass wir den wunderbaren Filmemacher Inarritu zu Gast hatten. And this film, for me, I show my wounds, how fragile, how stupid I am. Inspirierend. Macht das nicht Appetit auf mehr? Dieses Jahr haben wir die Lola Talks ins Leben gerufen. Wir haben vor dem Filmpreis mit allen Nominierten gesprochen, diese Gespräche online gestellt und somit allen Gewerken eine Bühne geboten. Mich reizt immer ein Film, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Das war ein ganz schöner Trip. Wir sind total begeistert, wie viele Leute sich das angeguckt haben. Und was bedeutet das jetzt? Unterricht. Filmbildung ist ein Thema, was der Akademie sehr am Herzen liegt. Die Kinder und die Jugendlichen mit abzuholen, ihre Neugierde zu wecken. Und bitte! Wie werden Geschichten erzählt? Wie erzielt man eine bestimmte Wirkung? Warum schaut denn der Depp in die Kamera? Woher die Einflüsse kommen? Wer wen inspiriert hat? Ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall daraus mit, dass sich solche alten Filme lohnen.
dieses Wissen auf digitalem Weg zu vermitteln, ist einfach wunderbar. Wir haben Podcasts und Videocasts, die wirklich tiefe Einblicke in unsere Arbeit geben. Das Schöne ist, dass gerade junge Menschen die Sachen anhören und anschauen und somit einen besseren Einblick in unsere Arbeit kriegen und unseren Beruf kennenlernen. Geil, das höre ich auch. What does it mean to be a documentary filmmaker in Ukraine right now? Die Deutsche Filmakademie steht für Zusammenhalt, für Gemeinschaft und auch für Solidarität. Through this program, we were able to support 60 Ukrainian filmmakers. Bei allem, was die Filmakademie macht, geht es immer darum, eine Haltung zu zeigen. Wir müssen kämpferischer werden, davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir dürfen als Künstler nicht verstummen. Wir müssen handeln. Kamera läuft. Wir als Filmakademie haben immer wieder darüber nachgedacht, was können wir dem Rechtsruck in der Gesellschaft entgegensetzen. Spots ist ein Projekt für Demokratie und mehr Teilhabe. Mit Spots gehen wir in den ländlichen Raum und arbeiten da ein Jahr mit Jugendlichen zusammen. Wir drehen mit ihnen Filme, wir machen Workshops zu Antidiskriminierung. Es ist ganz konkrete Arbeit mit jungen Menschen. Wir ermöglichen ihnen, ihre Themen zu erzählen und ihnen zu zeigen, dass sie in dieser Demokratie auch eine Stimme haben. Und am Ende gibt es ein großes Kinofest, wo der ganzen Stadt diese Filme gezeigt werden. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, es ist eine Erfahrung wert. Seid ihr dabei? Ja! Filmpolitisch etwas zu bewegen, das ist eine der großen Aufgaben der Filmakademie. Weil wir so viele repräsentieren, sind wir auch die gewichtigste Stimme der Filmschaffenden. Und das ist einfach enorm wichtig, weil wir im Dialog mit der Politik, mit den Sendern, mit den Institutionen dafür kämpfen, dass wir auch in Zukunft gute Rahmenbedingungen in Deutschland haben und weiterhin Kinofilme machen können. Klingt da noch ein Plan oder nicht? Der Vorstand der Filmakademie ist sowas wie die Herzkammer der Akademie. Da kommen alle Gewerke zusammen und es ist am Ende der Ort, wo die meisten Diskussionen stattfinden und wo wir versuchen, die Belange der Filmschaffenden in die Akademie hineinzutragen. Wir möchten, dass die Deutsche Filmakademie auch ein Ort ist, wo Diversität gelebt wird, wo gesellschaftlich benachteiligte Gruppen auch wissen, sie haben hier einen Platz. Es ist verdammt nochmal unsere Aufgabe, für Fairness zu sorgen. Es geht ja im Endeffekt um eine Chance. Korrekt. Nachhaltigkeit ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Und uns ist wahnsinnig wichtig, dass wir mit den Veranstaltungen, die wir machen, das auch nach außen tragen können. Und das heißt auch gleiche Bezahlung, Geschlechtergerechtigkeit, all diese Dinge, die so wichtig sind, um damit in unsere Zukunft zu gehen. Also das hört sich doch ganz, ganz toll an. Und das ist erst der Anfang. Als Filmakademie versuchen wir natürlich auch, dem Nachwuchs eine Plattform zu bieten. Wir feiern heute Abend die Zukunft des deutschen Films. Für Steps hat in der Filmakademie eine Heimat gefunden. Erzählt das, was ihr zu erzählen habt. Ist so kraftvoll und wirklich so krass. Also der First Steps Award geht an... Da passiert sehr viel jetzt gerade. Das Ding ist Hoffnung. Möchte jemand dem noch etwas hinzufügen? Der Deutsche Filmpreis ist einfach der wichtigste und größte Preis, den wir haben im Land. Der Filmpreis ist der Filmpreis, das ist unser Oscar. Die Lola in Gold geht. Wow. Das ist unglaublich. Und deswegen halte ich das Ding hier in der Hand, weil es euch gibt. Vielen, vielen Dank. Ich bin so glücklich. Dankeschön! Das ist der glücklichste Augenblick meines Lebens. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Filmakademie. Happy Birthday to you. Alles, alles Gute von ganzem großem Herzen zum 20. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Filmakademie. Happy Birthday. 20 Jahre Filmakademie. Das ist 20 Jahre großartige Verantwortung. Filme feiern und gute Leute. Und es ist ganz viel Herz dabei. Happy Birthday, Deutsche Filmakademie. Dass ihr weiter so macht und weiterhin so ein tolles Team bleibt. Ich gratuliere dir.
ganz herzlich zu 20 Jahre Deutsche Filmakademie. Wunderbar, dass es dich gibt. Ich bin sehr stolz auf unsere Filmakademie. Ihr macht das mega top. Ich wünsche mir, dass wir wirklich visionär weitergehen. Dass ihr weiterhin so wunderbar die Menschen inspiriert. Denke ich an die Lola. Ein Zuhause für die Filmlandschaft, die deutsche, und aber auch offen für alle. Daumen hoch. Liebe Filmakademie, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag. Mit allen Höhen und Tiefen bist du jetzt erwachsen geworden. 20 Jahre ist noch jung. Weiter so. Wir sind so stolz, dass es dich gibt. Alles Gute und auf die nächsten 20 Jahre.